Servus, hier ist Lieblings Markus. Jetzt machen wir mal wieder ein Brot. Was heißt mal wieder? Es wird mal wieder Zeit für ein Brot. Ich habe ja bisher erst eins gemacht und zwei Baguettes. Jetzt machen wir hier ein Bauernbrot. Das hat mir die Lena geschickt, das Rezept. Denn ich brauche unbedingt mal so ein Brot, was man selbst macht und was richtig lecker und geil schmeckt. Und das wird jetzt ausprobiert. Du brauchst 400 Gramm Dinkelmehl. Gucken wir mal. Ja. Na, jetzt geh schon an, du Sau. Dann brauchst du 250 Gramm Roggenvollkornmehl, ein Würfel Hefe, gar nicht drauf gemacht, ein Päckchen Sauerteigextrakt, zwei Teelöffel Salz. Nicht direkt über die Hefe gebe, ich streue sie einfach außen rum. Ein Teelöffel Honig. Nehme ich hier den flüssigen Honig. Und 400 Milliliter lauwarmes Wasser. So. Deckel mache ich einmal ganz kurz drauf. 3 Minuten. Verriegeln. Knetstufe. Ja, noch kurz warten. Und jetzt Deckel ablassen. So, machen wir mal aus. Denn jetzt circa alles 30 bis 45 Minuten im Mixtopf gehen lassen. Hier steht, er kommt dann oben aus der Deckelöffnung herausgequollen. Na dann, bis... Oh, ich mach mal 40 Minuten. So, die 40 Minuten sind um. Der Teig kommt noch nicht ganz raus. Vielleicht war das Wasser auch nicht lauwarm genug. Jetzt geht's weiter. Nochmal 1 Minute. Verriegeln und Knetstufe durchkneten. Hier steht jetzt drin, dass man ihn noch mal 30 Minuten gehen lassen soll und dass er dann in eine Springform 26 cm Durchmesser kommt. Ich mache es jetzt mal anders. Ich gebe jetzt den Teig direkt da rein und lasse ihn da drin gehen, weil dann muss ich dann jetzt nachher nicht noch mal den aufgegangenen Teig irgendwie großartig, naja, klein machen und so. Du weißt schon, was ich meine. Ich gebe unten drunter noch so ein bisschen Mehl. Teig raus und dann nochmal für 30 Minuten, hast du ja bestimmt schon wieder mitgehört, gehen lassen. Jetzt der zweite Gang. Oh, sieht doch super aus. Und die Form ordentlich ausgefüllt. Und das gebe ich jetzt hier mit einer feuerfesten Form, wo Wasser drin ist, in den Ofen und zwar für 50 bis 60 Minuten bei 200 Grad. Vorgeheizt natürlich. So, hier ist das Brot nach dem Abkühlen. Sieht ganz gut aus. Ich drehe es mal um. Also man sieht schon, dass mit meinem Mehl hat nicht so ganz geklappt, wie ich das gerne haben wollte. Ist aber nicht schlimm. Hat auch ein bisschen eine lustige Form, weil es einfach aus dieser Springform dann kam. Aber ansonsten auch oben richtig ein bisschen bäuerlich. Nicht schlecht. Achtung, Geräusch. Also, ich glaube, so muss ein Brot klingen. Farbe wirklich gut. Konsistenz auch nach dem Abkühlen. Da bröckelt nichts. Es wird noch probiert. So. Schmeckt eigentlich wie so ein normales Brot. Super. Rinde auch gut, knackig. Ja. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich glaube, ab sofort werden wir jetzt weniger Brot kaufen und mehr Bauernbrot machen. Vor allen Dingen ist es ja auch schon recht vollkornig. Beim nächsten Mal könnte ich ja das ausprobieren, wie das ist, wenn ich die Körner selbst mahle. Ja, also cool. Lena, vielen lieben Dank für das Rezept.
kann ja beim nächsten Mal noch ein paar Körner reinmachen. Das geht ja auch. Sonnenblume zum Beispiel, Kürbis. Ja, sehr gut. Ich bin gespannt, wie lange es halten wird. Bis dann, liebe Grüße. Ciao.